30 Banken weltweit gelten als too big to fail. Mit anderen Worten, wenn sie pleite gingen, wäre das gesamte Finanzsystem in Gefahr. Um welche Banken handelt es sich da eigentlich? Und noch viel wichtiger, wie stark sind sie eigentlich gerade gefährdet? Schauen wir es uns an. Die Silicon Valley Bank, First Republic, Credit Suisse, unser Finanzsystem steht mal wieder unter Druck. Und wir wissen ja aus dem Jahr 2008, wie problematisch das sein kann, wenn eine Bank kippt. Denn dominosteinmäßig können dann auch alle anderen Institute in die Bredouille geraten. Und aus diesem Grund gibt es seit dem April 2009 den sogenannten Finanzstabilitätsrat, das Financial Stability Board. Hier sehen Sie das Gremium mal, das tagte da im Rahmen eines G20-Gipfels. Und dieses Board hat mehrere Aufgaben und eine zentrale ist, die weltweiten Banken zu untersuchen, im Hinblick auf ihre Größe, auf ihren Einfluss, darauf, wie schwerwiegend es wäre, wenn eines dieser Finanzinstitute in die Insolvenz gehen würde und was das für Auswirkungen hätte in dem global ja so verflochtenen Gewebe der Finanzinstitute. Und was dabei rauskommt, ist ein jährlicher Bericht, in dem sie festhalten, welche Banken too big to fail sind, also zu groß, als dass man sie pleite gehen lassen dürfte. Und in dem aktuellsten Bericht sind es eben 30 Banken. Ich habe gedacht, ich bringe Ihnen die einfach mal mit, damit Sie mal vor Augen haben, um was für Institute es sich hier eigentlich dreht. Also ich habe sie hier mal sortiert nach ihrer Größe, also nach ihrer Marktkapitalisierung. Und das war jetzt wahrscheinlich, hätte man so auch erwarten können direkt. Und in den größten Instituten vor allem finden wir Banken aus den USA und von China, aber auch alle möglichen anderen Länder aus Japan, Großbritannien, Kanada, Italien und so weiter. Eine Bank aus Deutschland hat es noch in die Liste geschafft sozusagen. Das waren mal mehr. Und jetzt ist noch eine, nämlich die Deutsche Bank. Das heißt, jetzt insofern interessant, immer wenn der Druck auf die Finanzhäuser zunimmt, sollte man vor allem diese Banken im Blick haben. Denn wenn die anfangen zu kippen oder da es größere Probleme gibt, dann hat das richtig starke Auswirkungen auch auf den Aktienmarkt. Und die wichtige Frage wäre jetzt an der Stelle, wie sieht es denn hier eigentlich aus? Sind die so gut aufgestellt, wie ja von Seiten der Politik immer gesagt wird? Oder drohen hier doch enorme Risiken? Und da könnte man jetzt lange drüber herumphilosophieren, aber fragen wir doch mal den Markt selbst, was er für ein Bild von diesen Banken hat. Und jetzt gibt es zu allen Finanzinstituten ja bestimmte Kreditausfallversicherungen. Also man kann sich gegen ein Kreditereignis, also dass eine Bank nicht mehr zahlen kann, versichern. Das geht in der Regel über Credit Default Swaps. Also die eine Partei zahlt der anderen Partei eine Prämie dafür, für eine Versicherung gegen ein solches Kreditausfallereignis. Und wenn es dann eintritt, dann zahlt die andere Partei über den entsprechend vereinbarten Betrag, zahlt sie der ersten Partei zurück. Und dann ist die Frage, wie teuer ist denn so eine Kreditausfallversicherung? Und ich habe das mal von allen diesen 30 systemrelevanten Banken mir ausgeben lassen. Und da sieht man, also die Credit Suisse, das war jetzt der Tag, bevor sie dann tatsächlich hops gegangen ist, da lag die einjährige Ausfallwahrscheinlichkeit laut Markt, also wie es der Markt eingeschätzt hat, bei 25%, das ist ein astronomischer Wert, den findet man ganz selten tatsächlich am Markt. Und bei allen anderen Kreditinstituten liegt er deutlich niedriger. Und bei einem ist er noch etwas erhöht. Und was soll ich Ihnen sagen? Es ist ausgerechnet der deutsche Vertreter, also die Deutsche Bank. Jetzt muss man allerdings dazu sagen, dass auch diese 1,33% Ausfallwahrscheinlichkeit historisch nicht besonders hoch sind. Das gucken wir uns gleich noch näher an. Alle anderen Institute, dahinter übrigens Platz 3 ist UBS, also die Bank, die die Credit Suisse jetzt übernommen hat. Und schauen wir das ganz uns doch mal ein bisschen näher an. Also ich habe Ihnen jetzt mal die fünfjährige Ausfallwahrscheinlichkeit, also die Wahrscheinlichkeit dafür, dass eine Bank in den nächsten 5 Jahren insolvent geht, für den Fall der Deutschen Bank mitgebracht. Und da sieht man, das ist natürlich nach oben gegangen, als Corona war, weil da hatte man natürlich Angst vor
allen möglichen Unternehmen die Pleite gehen und das wird natürlich auch die Banken treffen. Und wir sind jetzt hier auf einem Niveau angekommen, das wir aber auch im letzten Jahr schon mal gesehen haben, hier im Herbst. Also 180 würde in dem Fall bedeuten 180 Basispunkte oder 1,8% Prämie, die man zahlen muss, um sich gegen so einen Kreditausfall zu versichern. Das heißt, das ist jetzt schon, also vor allem ist es hier auch deutlich angestiegen, aber es ist jetzt nicht ganz enorm hoch. Trotzdem, die Deutsche Bank, das ist eine Aktie, die man beobachten kann, wenn es hier wieder zu, ja, vielleicht zu neuen Tiefs kommt, ohne dass vielleicht jetzt das medial schon so stark Thema ist wie im Moment, dann sollte man achtsam werden. Gucken wir uns mal an, wie das bei der Credit Suisse gewesen ist. Also das Thema ist zwar jetzt erst so richtig hochgekocht vor 2 Wochen, aber eigentlich war das schon lange ein Thema für den Markt. Also der Markt hat schon im Jahr 2022, sind diese CDS-Prämien schon enorm nach oben gegangen, vor allem weit über das Niveau, was bei der Deutschen Bank jetzt ist. Das heißt, der Markt hat das schon korrekt antizipiert, dass das so die kritischste Bank unter allen dieser 30 Too-Big-to-Fail-Banken ist. Und da sind wir bei der Deutschen Bank, wie gesagt, noch ein Stückchen weg. Und als Drittes habe ich Ihnen noch mitgebracht den Wert von der UBS. Da gibt es nämlich auch schöne Daten in die Historie hinein. Also vor allem, wie war das in der Finanzkrise? Da gab es richtige Ausschläge nach oben bei den UBS-Prämien. Und gegenüber dem ist das, was wir jetzt hier aktuell sehen, noch relativ, naja, also es ist jetzt nicht unproblematisch, aber es setzt so die Sorgen und die Ängste, die wir jetzt hier so haben, so ein bisschen in ein Verhältnis. Jetzt könnte man natürlich noch weiter fragen, okay, die Banken, da ist zwar jetzt viel, wird viel drüber geschrieben und ist vielleicht viel Sorge und viele Ängste, aber der Markt sieht das ganze Thema eigentlich noch relativ entspannt. Jetzt könnte es aber natürlich sein, dass bei anderen Unternehmen, die jetzt nicht aus dem Bankenbereich kommen, dass es da kritisch wird. Und am besten sieht man das normalerweise da an den High-Yield-Spreads, also in finanzschwachen Unternehmen, wie viel die zahlen müssen für ihre Anleihen, was wir da für Anleiherenditen haben. Das sind die sogenannten Junk-Bonds. Wenn man davon abzieht, was man sonst so relativ risikoarm bekommen kann, dann hat man den sogenannten High-Yield-Spread. Also wie viel mehr muss ich für Anleihen geringer Bonität zahlen gegenüber den sehr hoher Bonität. Und wenn man sich das anguckt, das ist die grüne Kurve, dann sind wir hier zwar auch leicht angesprungen, aber das ist im Chart ja kaum sichtbar. Das heißt also, auch hier ist gegenüber dem, was wir so medial erleben, ist der Markt auch da eigentlich ziemlich entspannt und sagt, eigentlich haben wir keine größeren Probleme von der finanziellen Seite aus. Das sollte eigentlich soweit alles in Ordnung sein. Das erklärt auch den starken Aktienmarkt vermutlich der letzten 1-2 Tage, weil sich sozusagen der Rauch ein bisschen legt. Das muss natürlich nicht bedeuten, dass es so bleibt. Irgendwann könnten vielleicht auch diese Maßzahlen hier deutlich nach oben schießen. Ich habe über das ganze Thema auch gestern ein Newsletter geschrieben und an der Stelle werde ich Sie auf dem Laufenden halten, wenn sich hier tatsächlich mal was dreht, also wenn der Markt hier mal zu einer anderen Ansicht kommt. Wenn Sie daran Interesse haben, können Sie sich einfach kostenlos eintragen bei mir auf der Seite. Link ist ja auch gegeben. Ja, Fazit ist, das eine ist das, wie viel über ein Thema geschrieben wird. Und es war natürlich eine große News mit der Übernahme, der Notübernahme der Credit Suisse. Und das andere ist aber das, was eigentlich der rationale Markt tatsächlich sagt. Und der sagt aktuell klar, hier kann vielleicht eine Krise daraus erwachsen, aber bis jetzt sind wir noch ein sehr großes Stück davon entfernt. Alles Gute.